Und weiter geht's mit Assassin's Creed. Brotherhood, ich hätte weiter Blackflag gesagt, wegen dem B. Und wir müssen die Mission Abgangbühne rechts machen. Erstmal heißt es jetzt ins Kolosseum klettern. Unbemerkt auf die Spitze des Kolosseums klettern. Ja, ich habe das eigentlich gemacht, um die Ziele zu eliminieren, aber das Spiel sagte, nope, hast du nicht. Bin ich ein bisschen... Oh, das war knapp. Unfair, aber gut. Niemanden töten, außer die Schützen, heißt es. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich habe das Gefühl, meine Folgen werden in den Rohdateien immer größer. Ich überlege, dass eine 26-Minuten-Folge mal 50 GB groß war, roh. Jetzt sind es schon über 70. Halleluja. Ja, ich glaube, es lag daran, weil wir so viel geritten sind. Weil dann halt die ganze Landschaft immer war, aber trotzdem. Vielleicht ein kleines bisschen übertrieben. Vom Programm. Na gut. Beschwere ich mich nicht länger drüber. Es müsste reichen, die Festplatte noch. Nachdem ich jetzt ein bisschen Platz gemacht hatte. Das ging überraschend gut. Dieser Weg. Und dabei am besten niemanden töten. Willkommen. Bist du bekloppt? Das sind unsere Leute. Da müssen wir jetzt hin. Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Ich glaube, das ist ein guter Weg. Sind hier Leute? Ja. Macht er dich so dumm wie Vieh? Wir werden sehen, wie du es siehst, wenn Blut aus deinen Wunden fließt. Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Ja, nimm den Speer und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Die gute. Ich habe vergessen, dass ich hier die Schützen töten muss. Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das habe ich ganz vergessen. Ich darf danach erst runter. Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und meine Augen trügen mich. Ich sehe beides, ganz gewiss. Herr, wo kommt dies Wasser her?
Oh je, oh je, und wehe mir! Was habe ich getan? Den Mann vor mir, vergebe mir! So, jetzt guckt er sich den an. Ich an seiner Stadt, um Gnade, Herr, flehe ich nun, denn ich war nicht, was ich tat. Jesus, oft hörte ich sie sagen, dass Blindheit du und andere Plagen mit deinem Hallo. Segen hättest geheilt. Geschafft. So wie es heute mich war schon gut. Dir ich muss auf die Bühne. Ich und steh dir bei. Du wirst in der Tagen 3 auferstehen. Herr, dafür bete ich. Oh, hier ist das Eingang zum Romulus gewesen. Folgen die mir? Ja, tun sie. Hilfe. Ich komme überraschend gut durch. Das hat mich gerade gewundert. Ich habe das nicht weiter entdeckt. Herr Gott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Und jetzt dahin. Dass wir direkt vor der Bühne stehen am besten. Ja. Steht aber jetzt hier auch ziemlich gut, die Klamotten. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er... Auf Wiedersehen, Micheletto. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Oh, oh. Das heißt nicht, ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wachen fern. Intervention. Pietro aus dem Kolosseum zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an einem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Volle Synchronisation, nicht schwimmen. Wieso nicht schwimmen, fragt man sich. Ezio, wir kommen, um zu helfen. Stopp die Wachen! Nein, 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 nein. Sofort anhalten! Wer seid ihr? Euer Retter. So, geschafft. Ohne Probleme. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Ach, er zieht sich um. Es geht mir etwas besser. Ein Adalas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Aha. Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Nein! Ich sehe ihn! Oh, ich habe einen Fehler gemacht.
Nein! Du blöder Idiot! Boah, danke Ezio, danke, GG. Boah, er soll ihn rammen und was macht er? Ja, es ist sowieso vorbei, weil der Assassin den jetzt gleich töten wird. Ach, Mann. Furchtbar. Ich hätte ihn schon gehabt, aber nein, das Spiel mal wieder suggeriert einem nein. Danke. Boah. Warum floht ihr? Ich. Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Hahaha. Was? Dadam, 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 dadam. Pferd. Geht schneller als zu Fuß. Verdammt, falsche Seite. Das sollte ich trotzdem noch schaffen. Deswegen nicht schwimmen. Ja, schaffe ich noch. Geschafft. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Ups. Upsi. Checkpoint erreicht. Hui. Das war knapp. Nein. Ich habe kein einziges Mal Gift bisher verwendet. Auch eine Leistung. So. Erstmal wieder schön Geld sammeln. Wir haben ein Angebot zum Saison. So, Munition hätte ich ganz gerne. Wie viel kosten? Oh. Nochmal eine neue Brustplatte. Und zum dritten Mal kommt Intervention. Spiel. Ich weiß, dass ich es geschafft habe. Das musst du mir nicht 3-mal mitteilen. Einmal reicht. 3-mal ist übertrieben. Volpe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruf die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. Eine der besten Szenen. La Ashaya Vakin Mudlak, Belkulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia. Wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt
gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend, nicht ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend, alles ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli, Cesare kehrt allein nach Roma zurück und er reitet zur Engelsburg. Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolò, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Checkpoint erreicht. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 7 beendet. Steht da gleich. Weil mich würde interessieren... Da standen ja 10 Assassinen-Rekruten. Stehen da immer 10? Oder kommt es drauf an, wie viel ich rekrutiert habe? Das würde ich lustig finden. Blutsonntag. Wenn es zusammenhängen würde mit der Sache, wie viel ich rekrutiere. Oh, ich mag diese rituellen Sachen, mag ich ganz gerne. Sequenz 8, die Borgia. So, 4000. Jetzt müsste das letzte Grab aufgetaucht. So, genau. Ja. Ich würde trotzdem sagen, das war's mit dieser Folge heute mal etwas kürzer. Ich werde nur eine Sache machen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich werde mit Ezio schon mal vor das, das Geld ist nicht da. Letzte Romulus-Versteck gehen, damit wir die Zeit haben, dass ich da hingehe. Weil das sind 5 Minuten, die wären. Also, dann machen wir in der nächsten Folge das letzte Romulus-Grab und holen uns danach die Rüstung, die uns zusteht, die wir noch nicht gesehen haben. Aber ich weiß, dass sie da ist. Bis dann. Ciao.